Jo Leute, willkommen zurück zu Factorio. Immer noch am Umstrukturieren. Ich habe immer noch keine Forschung wieder. Das ist ein bisschen nervig. Aber halt erstmal notwendig. So. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich möchte eigentlich alles jederzeit irgendwo abnehmen können. Und dementsprechend werde ich einmal hier. Also jedes wirklich sinnvolle Produkt. Es gibt ja auch durchaus Sachen, die es nicht lohnt abzunehmen. Beispielsweise Kupfererz. Würde keinen Sinn machen, abgenommen zu werden. Dementsprechend immer schön hier. So. Hier, die haben kein Brennstoff. Lässt sich einfach machen. Damit, damit. So. Okay. Hierhin. Da lang. Ich will dafür nicht extra Strom legen müssen. War ja wieder klar. Ist ja wieder typisch. Ist ja wieder typisch. Ist genau da der Mast stehen muss. So. Okay, und das Ganze separieren wir. Und machen wir so. Dann machen wir das so, so und da bin ich zu weit weg. So. Und dann brauche ich trotzdem Strom hier. Es ist alles eher suboptimal. Na gut, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich hätte gerne eine Mauer drumherum. Ich meine, es gibt auch andere Möglichkeiten jetzt, aber die sind mir jetzt dann doch zu aufwendig. Das lassen wir so. Feierabend. Wir nehmen einfach die. Dann nehmen wir die. Und jetzt wird es langsam interessant. Wir könnten mal davon schon mal ein paar gebrauchen. So. Aber hier läuft schon mal die Produktion wieder. Okay, da haben wir die Kupferdrähte. Die laufen. Boah, ich brauche unbedingt mehr von denen. Ja, ja. Schneller Greifarm. Der wird nachher alle gelben hier ersetzen, aber noch nicht jetzt. So. Echt? Was kommt denn nicht nach? Eisen kommt nicht nach. Das heißt, ich brauche ein paar mehr Eisenförderer. Dich. Und dann gehen wir mal Holz hacken. Holz. Moment, kann man nicht auch. Ja, wusste ich's doch. Daraus kann ich nämlich. Dafür wollte ich das Erzeug nämlich auch haben. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich meine ja. Was ich da mal gesagt habe. Dass ich es dafür haben möchte.
Okay. Und du. Und du. Denn ich brauche Strommasten. Weil ich habe ja noch nicht die guten Strommasten. Später sind die, die ich jetzt habe, vollkommen irrelevant. Aber im Moment, bringt halt nichts. Ich muss halt erstmal die nehmen. Okay. Das ist praktisch. Okay. Die müssen jetzt einmal den neuen weichen. Schön ist, man kann die einfach drüber setzen. Kupfer. So. Weil dann kann hier nämlich, was halt im Vergleich relativ, ja, Luxus ist. Also eine Mauer ist eigentlich in dem Stadium, wo ich jetzt gerade bin, ist das Luxus. Weil es ein Problem ist, was eigentlich eher für später gedacht ist. Da kann ich auch mal ruhig die kleineren Dinger nehmen. Also die kleinen von denen hier. So, aber warum habe ich davon jetzt 7? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Egal. Das hier werden nur Platten. Dann gehst du mal bitte hoch. Also die Platten werden dann hier weggefördert. So. Da kann ich die schon eigentlich direkt daneben fördern. Und dann so, 5 Stück. Sollten reichen erst einmal. Mitte, 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 Mitte. Und das geht doch. Okay. Aus euch werden Zahnräder. 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 Perfekt. Okay. Und das hier fördert dann wieder da lang. Stimmt, eigentlich sollte ich die irgendwie nach rechts fördern und nicht nach links. Okay, Moment. Zack, zack, zack. Einmal das. Dahin. Und dahin. Normale Eisenplatten können dahin gefördert werden. So. Gut. Ich brauche mehr. Eisenförderer. So, dazu werde ich hier und hier und hier und hier und hier die Förderer aufbauen. So, dann werden wir das einmal machen. Dann werde ich. Die habe ich genug. Dann brauche ich aber Eisenkisten. Ja, ich kann das auch direkt aufs Band legen.
Das geht, also es würde funktionieren. Achso, Moment, ich habe doch noch. Nee, habe ich nicht. Das würde funktionieren. Aber ich mache es so ungern. Weil wenn dann mal das Eisenfeld erschöpft ist, dann sehe ich das besser. Beziehungsweise dann sehe ich es und dann habe ich noch Reserven. So. Und das ist eigentlich die Intention dahinter. Nichts anderes. Gut, dann würde ich sagen, du dahin. Und dann müssen wir einmal kurz gucken. Dann brauche ich auf jeden Fall euch wieder mal. Und die da oben dürften jetzt schon gut herstellen. Sehr schön. Immer unten drunter. Dann klappt das schon. Wunderbar. Okay. Strommasten haben wir auch schon ordentlich. Stahlkiste. Hat ein bisschen mehr Lagerplatz. Ist der einzige Vorteil. Und ist, glaube ich, robuster. Also bei einem Angriff hält die mehr aus. Also ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist. Ups. Moment. Okay, okay, okay. Und dich. Okay, reicht es jetzt mit dem Eisen? Oder brauche ich immer noch mehr Eisen? Ich glaube, ich brauche noch mehr Eisen. Ich glaube, ich brauche echt noch mehr Eisen. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir noch einen Förderer. Zumindest 5. Das sind hier 5 Stück, ne? Ja. Das sind 5 Stück. Okay. Es stellt sich langsam voll. Könnte auch sein, dass es sogar genug ist. Das Problem ist, dass die Förderbänder zu langsam sind. Dadurch greifen die vorne viel zu viel ab. So. Beziehungsweise die Öfen sind hier zu langsam, dadurch steht das Band nicht voll. Kann auch sein, dass die Greifarme zu langsam sind, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, die Greifarme sind schnell genug für die Dinger. Dadurch stellt sich hier hinten das nicht voll und dadurch habe ich gleich ein Problem bei der Schmelze. Okay. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ich könnte auch eine zweite Produktionsreihe aufbauen. Sprich, ich könnte nochmal 10 Öfen basteln. Moment, da muss ich den Weg hier aber anders führen. Da müsste ich den nämlich durch den Förderer durch hier. Müsste ich den nämlich einmal hier lang führen. So. Ich hoffe mal, dass das gleich ausreicht. Ach Moment, ich habe doch Kisten. Da kann ich das schön davor legen. Und dann machen wir das genau wie auf der anderen Seite. Nur, dass da jetzt der rote Kohle greifen wird. Und kein Eisen. Und das gelb die Eisen greift und nicht die Kohle. So, zack, 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 zack. Haben wir. Bup. Das fehlt mir. Mir fehlt Eisen, ne? Ja, mir fehlt Eisen. Okay. Okay.
Immer mal schön. Voll machen. Und achso, ja, okay. Jetzt brauche ich wieder Eisen. Ich brauche auf jeden Fall Eisenplatten. So. Was haben wir? Ach ja, wir haben ein paar. Wir haben ein paar übrig. Fünf rote. Und ich kann schon mal die Spannung drauf geben. Das reicht dann, um alles zu starten. So. Das hätten wir erledigt. Okay, nochmal 10, die dann den ganzen Spaß abtransportieren. Und dann hier ist halt schon die Separierung. Ich kann es natürlich auch so machen, dass ich die Separierung komplett aufgebe. Das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte schon den Gesamtertrag haben, der separiert wird. Nee, Moment. Also ich könnte es jetzt natürlich so machen, die 10 produzieren nur für die Eisenschrauben, ach die Zahnrädchen und die 10 hier produzieren halt für den anderen Scheiß. So, das möchte ich aber nicht, beziehungsweise ich könnte, das wäre dann ja hier nicht für die Zahnrädchen, sondern für nur die Eisenplatten. So, und das möchte ich ja nicht. So, das heißt, wir machen das so. Dann Arschlecken. Okay. Dann separieren wir mal, Freundchen. So, und dann kommen jetzt nämlich jetzt kommt Förder Nummer Reihe Nummer 3 hier hin. Ach, weißt du was? Wir machen gleich noch Förderer Nummer Reihe Nummer 4 hinten dran. Und verkabeln die schon mal. Muss ja eh warten. Ich warte so gerne, dass die mit dem fertig werden. Mit der Fertigung. Fertig werden. Fertigung, fertig werden. Ja. So. Komm her. Und mach dich weg. Du machst dich auch mal weg. Und dann haben wir hier einen funktionierenden, hoffentlich funktionierenden Kiste. Das, okay. Hier hin. So, hoffentlich funktionierenden Ablauf. So. Dich. Machen wir mal ein paar mehr. Und jetzt brauche ich sowieso immer. Brauche ich jetzt nicht genau passend produzieren. Okay. So. Du und du
Okay. Haben wir. So. Zack, zack. Stahl liegt voll. Zahnräder liegen voll. Die Eisenproduktion liegt voll. Alles gut. So, die Kisten. Werde ich hier, 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 hier hinsetzen und dann hoffentlich mehr als genug fördern. So. Also Eisen müsste doch jetzt genug sein, oder? Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es. Naja, gut. Jetzt noch den Rest hier anschließen. Und dann würde ich schon sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Factorio. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.